Hi und herzlich willkommen zu Part 52 unseres werdeberühmten Let's Plays mit der lieben Hazel. Ja, die Hazel, die ist schwanger im dritten Trimester jetzt. Es sind noch 14 Stunden bis zur Geburt ihres Kindes. Und ja, ihr habt mir ganz tolle Namensvorschläge in die Kommentare geschickt. Ich habe mich tatsächlich auch direkt für einen entschieden. Es ging sehr schnell. Es war ein Vorschlag, dass wir wieder einen Namen mit M nehmen. Aber dann dachte ich mir so, eigentlich eine süße Idee. Aber dieses Baby wird ja kein Teil ihrer Familie bleiben, weil wie ihr wisst, wird Edgar das Kind an sich reißen und das Kind großziehen. Ich bin wirklich noch nicht so sicher, ob Hazel oder Mace oder Myron Kontakt zu diesem Kind hegen wird. Weiß ich gerade noch nicht und ich weiß auch nicht, in welche Richtung sich das Kind entwickeln wird, ob wir da ein Teil von sein werden oder nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie es wird und ich freue mich jetzt total auf den Part. Ich weiß nicht, ob in diesem Part schon das Baby kommt oder ob wir einfach noch Drama haben, denn Hazel hat im letzten Part Edgars geheimes Zimmer entdeckt. Und es ist aufgeflogen. Sie weiß, dass Edgar ihr die Pille manipuliert hat und dass er damit zu tun hat, dass sie jetzt eben schwanger ist. Es ist ziemlich großes Drama in Hazels Leben gerade. Ich meine, sie ist unsere Drama-Queen. Wenn bei Hazel kein Drama ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Aber jetzt momentan ist wirklich der Berg übergelaufen, wollte ich gerade sagen. Das Fass ist übergelaufen. Und wir starten jetzt einfach mal direkt rein in den Part. Ich guck mal, was auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung. Und let's go. Hier sehen wir unsere Drama-Queen Hazel, die mal wieder maximal gestresst ist. Ich meine, ich kenne sie nicht anders. Ihr auch nicht. Hazel, du solltest schlafen, bitte. Komm, leg dich hin, my girl. Leg dich hin. Ja, ich weiß. Du bist aber auch super müde, komm. Wir haben auch im letzten Part darüber gesprochen, dass Hazel ja jetzt ein bisschen aufgerüttelt... Oh, dieser Staubsauger! Ob du bitte still sein möchtest, ich raste aus, ey. Die sind immer so schlimm. Warum haben wir einen Staubsauger ins Haus gestellt? Ich frag mal in die Runde. Warum? Was mache ich jetzt mit dem? Da unten fährt der andere. Ja, ciao, Bruder. Keine Ahnung. Objekt zerstören, kaputt machen, zurücksetzen. Zur Anstockstation. Wieso kommst denn du da nicht hin? Oh mein Gott, Leute. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass Hazel ja in der letzten Zeit ein bisschen darüber nachgedacht hat, also jetzt, nachdem sie nach Hause gekommen ist, wie sie ihre Kinder behandelt und wie das Leben generell so zu ihr und ihrer Familie war. Und ich glaube, dass sie viel lernen muss noch im Bezug zu ihrer Familie. Okay, jetzt geht er nach Hause. Ich hoffe, du bist dann ruhig. Er bimmelt immer noch. Ich habe irgendwas gedrückt, jetzt hat er aufgehört. Gut. Ja, Show, ich hab's gemacht. Du kannst jetzt wieder zurück in dein Zimmer. Mach ruhig Nickerchen. Show, kannst du bitte aus Myron... Du hast dein eigenes Zimmer. Show. Joe, geh bitte schlafen. Ich weiß jetzt wieder gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin jetzt wieder komplett abgelenkt worden von diesem Haushalt hier. Geh schlafen. So, also ich wollte, glaube ich, sagen, hier sind die Lichter nicht auf automatisch, oder? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass... Wo ist denn Macy? Wo sind denn die Kinder? Ob die mal schlafen gehen wollen? Ich glaube, unser Sohn geht immer noch nicht in die Schule. Das ist ein bisschen ein Problem, ne? Und ich muss mich kurz sammeln. Also, unser Sohn geht noch immer nicht in die Schule. Da muss ich gleich gucken. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass Mace befördert wurde. Das muss ich mir anschauen. Und Hazel wird sich, glaube ich, ein bisschen ändern. Sie wird jetzt darüber nachdenken, wie sie in der letzten Zeit zu ihren Kindern war und wird da einfach so einen kleinen Wandel durchleben müssen, um etwas zu ändern in ihrem Leben. Und ich muss die ganze Zeit in den Spiegel gucken, also in meine Kamera, weil meine eine Locke, ich habe die komisch geglättet. Ich war beim Friseur und jetzt, ihr wisst, wie das ist, der Tag nach dem Friseur. Das ist wild. Wir gucken da einfach nicht so hin heute, okay? Gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen in die Schule. Ob du jetzt bitte in die Schule kannst, Myron? Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, am Computer. Habe ich schon mal versucht. Kann das sein? Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Wir probieren es nochmal. Hat Myron denn auch einen Computer eigentlich? Moment, ich muss schauen. Klaro, einen guten MacBook hier. Hat der Myron nämlich gekriegt von uns, weil wir nett sind zu ihm. Karriere? Hm. Ich kann das über den MC Command Center machen, richtig? Karriere? Teenager beenden Schule. Deaktiviert. Gut. Machen wir mal aktiviert. Dann soll er nochmal einen Job suchen. Was willst du eigentlich mit Edgard? Freunde werden mit Edgard. Myron, du hast ja wohl den Schlag nicht gehört. Du weißt ja nicht, was da los ist, Myron. Du liebst die Mama, du liebst aber den Edgard nicht. Naja, okay, ich mach's jetzt nicht weg. Aber das hat er falsch verstanden. Wir wollen uns mit diesem Mann nicht vertragen. So, können wir Theater AG, Tutor, Hundesitter, Barista? Nö, Myron, das ist kritisch mit deiner Schule. Deine schulische Laufbahn wird einfach, also, es ist ein Problem. No? Ich meine auch keinen Kommentar gelesen zu haben, wie ich ihn wieder in die Schule krieg. Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber ganz tolle Namensvorschläge habt ihr mir geschickt, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Gut, wir können natürlich über die Education Overhaul Mod nochmal gucken, ob wir ihn auf so eine Schule schicken, ne? Damit er halt irgendwo in eine Schule geht. Oh,
Nee. Ich dachte, wir können ihn vielleicht von zu Hause aus unterrichten lassen. Ja, aber das können wir. Ich glaube, er ist gesperrt. Er kann sich, glaube ich, gerade nicht an der Schule anmelden, weil er ja von der Schule geworfen wurde. Wir beobachten das Ganze. Myron ist einfach zu Hause aktuell. Er möchte Level 2 der Fitnessfähigkeit erreichen. Gut, das kriegen wir dann hin. Und jetzt sollten wir bitte alle schlafen gehen. Girl, du gehst bitte auch in dein Prinzessinnenbett. Ist mir wichtig. Und dann gucken wir morgen weiter. Morgen ist Freitag. Hast du deine Hausaufgaben eigentlich schon gemacht, Macy? Ist mir wichtig. Oh, hast du nicht gemacht? Entschuldigung. Ja, aber du musst erst schlafen. Und dann machen wir ganz früh deine Hausaufgaben. Ey, wofür, Nader? Was machst denn du? Ey, du musst gebadet werden. Also du stinkst ja bis zum Himmel. Da müssen wir irgendwas machen. Aber Hazel macht das doch nicht, oder? Aber vielleicht macht sie es ja doch, weil sie sich denkt so, ich muss mich ändern. Ich muss Sahnetörtchen baden. Vielleicht das ist der erste Schritt zum erfolgreichen neuen Leben von Hazel, ne? Aber jetzt muss sie erstmal das Kind auf die Welt kriegen. Wo ist sie denn? Oh. Oh, Mausi, ich verstehe das schon. Dein Leben ist einfach anders gerade, ne? Ja, du wirst mal Sahnetörtchen baden. Du musst dich mal ein bisschen kümmern, weil Sahnetörtchen ist immerhin ein Teil deines Lebens. Ach, oh, Sahnetörtchen. Mein Leben ist so ein Trümmerhaufen, findest du nicht auch? Ja, ja. Ich weiß, Sahnetörtchen. Oh, komm. Wenn ich schon wenigstens am Boden bin, dann sollst du es nicht auch sein. Ich werde dich mal baden, Sahnetörtchen, wenn es hier im Haus sonst keiner macht. Leute, ich mache das jetzt mit dem Mülleimer, okay? Irgendwie mit diesem Staubsauger meine ich, weil irgendwie Sho kümmert sich nicht gut darum. Okay, wir cheaten ein bisschen, ne? Gut. Der saugt ja schon. Wieso saugt denn der so oft? Einstellungen. Alle 24 Stunden. Das ist ganz schön ein guter Rhythmus. Trotzdem saugt er die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich mache? Ich sag einfach, gar keine automatische Reinigung. Ich mache den nur an, wenn es dreckig wird. So ist es. Automatische Reinigung aus. Jetzt wird Sahnetörtchen wenigstens fresh gemacht. Und dann soll sie nochmal schlafen. Jetzt piept der schon wieder. Sei still. Schlaf mal, Hazel. Schlaf mal. Komm, Girl. Geh mal in die Bubu, ne? Ja. Stopp! Mir reicht die Sache mit dem Bett übrigens jetzt auch. Ja? Das Bett ist schön, da sind wir uns alle einig, aber es geht nicht mehr. Diese drei Schlaf, die sie pro Minute irgendwie dazu bekommen, das ist viel zu wenig. Wir brauchen jetzt ein Sisi-Bett, damit sie ganz viel Schlaf bekommen, weil diese arme Millionärin hier, die hat es richtig schwer. Ne? Die kriegt jetzt ein anderes Bett. Aber voll schade, weil das Bett halt so super... Oh, wow. So super schön ist. Oh, wow. Oh. Ja, ihr wollt bestimmt wissen, woher das ist, ne? Simcredible. Oh, das ist aber ein tolles Bett. Okay. Ja, gut. Oh, nee. Mama schon weiß, ne? Ja, Nachttischchen weg. Die waren eigentlich schön gewesen, aber naja. Wow. Richtig schön. Okay. Haben wir uns dann auch entschieden an der Stelle. So, Hazel, und jetzt schläfst du mal richtig. Komm. Das wird eine ganz erholsame Nacht jetzt für dich. Do it. Do it. Do it. Schlaf, Hazel. Komm. Mach jetzt. Gut. Was haben wir jetzt? Liebestag. Ja, super. Ich glaube nicht, dass die Hazel Lust auf einen Liebestag hat. Wer beschwert sich? Myron. Myron, was ist los? Ab in dein Badezimmer. Myron, du hast ein Ei... Gehst du bitte in dein eigenes Badezimmer, das ich nur für dich hier hingestellt habe? Eieieiei. Was will er denn tun? Schwimmen gehen? Ja, das kannst du machen. Dann geh erstmal duschen mit einem fresh geduschten... Oh, Macy muss in die Schule und sie hat doch keine Hausaufgaben gemacht. Wieso kann er jetzt nicht schwimmen? Okay, weil er sich so doll unwohl fühlt. Macy Logan. Ob du mal deine Hausaufgaben machen möchtest? Mace hat morgen einen großen Test vor sich. Morgen? Am Samstag? Hast du schon gelernt? Wir gehen mit dir in die Uni heute. Also in die Schule meine ich natürlich. So, wie weit ist Hazel? Nicht, dass das Baby kommt, während wir in der Schule sind? Nee, es sind 6 Stunden. Okay, gut. Mace lernt jetzt noch ein bisschen, weil sie will ja erfolgreich werden, nicht wahr? Das schaffst du leider nicht, fertig zu lernen. Wir gehen mit dir mit. Ob die Highschool-Leute einfach immer noch nicht gespawnt sind? Ich frage mich wirklich, was ich falsch gemacht habe. Verstehe ich die Mod falsch zum 15. Mal? Wow, die sind einfach immer noch nicht in der Highschool, die Leute, die ich platziert habe. Das gibt's doch nicht. Ha. Super, Leute, super. Das heißt, ich muss nochmal auf den Briefkasten klicken und nochmal versuchen, die Sim hinzuzufügen. Boah, wie nervig, ey. Vor allen Dingen, unsere Macy wird ja auch schon bald... Naja, gut, dauert noch ein bisschen. Ja, gut, dann werden wir das halt so machen, dass wir... Geh jetzt erstmal pieseln. Dass wir die Leute da platzieren, weil ich habe ja eigentlich so Leute platziert von euch aus der Galerie, ne? Naja. Es gab noch ein paar Meinungen bezüglich Edgard. Also viele von euch verabscheuen ihn. Verstehe ich natürlich total, weil der Typ ist auch einfach bescheuert. Auf jeden Fall ging es darum, dass ja das Baby dann bei ihm leben wird. Und nicht alle sind ein Fan davon, weil viele sagen so, ja gut, aber er ist doch so blöd und er hat es nicht verdient und bla und so. Und ja, ihr habt vollkommen recht, aber
Ich denke mal, abgesehen davon, dass Edgar das Ganze ja inszeniert hat und Hazel, ne, wirklich auch betrogen hat, indem er ihr ja das Kind untergejubelt hat, glaube ich wirklich, dass er ein sehr guter Vater sein wird. Und ja, irgendwie trotzdem schade, weil ich bin es auch nicht gewohnt, ein Kind nicht bei mir zu haben. Das war ja bei Myron schon schwierig und ihr seht ja, er ist wieder zu Hause, weil ich halt immer so Happy Family Playerin bin und ich liebe Sims Family Life und das wird für mich auch nicht so leicht, das Kind dann in die Hände von Edgar zu geben. Und ja, auch in Bezug, dass Hazel sich ja jetzt ein bisschen ändern möchte. Aber ich glaube trotzdem, dass Edgar ein sehr guter Vater sein wird. Und ich möchte das gerne einfach mal so spielen, dass das Kind eben nicht bei uns aufwächst, weil ich das auch so, so selten spiele. Und ich finde, in diese Geschichte passt es einfach sehr gut. Ich meine, es ist ganz klar, dass Hazel das Kind nicht möchte. Das wissen wir von vornherein schon, wussten wir das. Und auch das spiele ich super selten, eigentlich nie. Ich spiele das nie. Hazel ist meine erste Simin, die ein Kind nicht möchte. Ich denke mal, dass wir den Kontakt trotzdem hegen werden zu diesem Kind. Dass vielleicht Hazel auch versucht, ab und zu mal ein Treffen zu organisieren. Ich habe die Realistic Life and Pregnancy Mod drin. Ich glaube, das ist die. Und die, mit der kann man auf der Seite von Hazel sozusagen machen, dass das Kind beim Vater übernachtet und so. Wir müssen mal gucken, ob das auch andersrum geht. Und ansonsten werden wir uns ab und zu mit dem Kind treffen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Hazel einen Kontakt aufbaut. Einfach auch mit Hinblick, dass sie sich ändern möchte. Aber Edgar wird das Sorgerecht haben und Edgar wird das Kind großziehen. Und Hazel wird diejenige sein, die halt dann versuchen wird, das Kind ab und zu sich zu holen. Ich glaube, das ist ein schöner Kompromiss, dass wir trotzdem mal das spielen, dass Edgar sich um das Kind kümmert. Und wir werden auch sehen, dass das Kind alles bekommt von Edgar. Und denn auch glaube ich, dass Edgar manchmal so das Kind ein bisschen aufstachelt, Hazel gegenüber, und dass das Kind vielleicht auch sehr verzogen wird, so Daddys Liebling, ja. Aber ich glaube, dass wir damit eine gute Geschichte fahren und bin jetzt mal natürlich auf eure Kommentare wieder gespannt. Aber so wie ich euch jetzt eingeschätzt habe und wie ich eure ganzen Nachrichten gelesen habe, wollt ihr eigentlich am liebsten das Kind bei uns behalten? Boah, ich laber mich schon wieder über Kopf und Kragen, ne? Also, Punkt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir machen das jetzt so und ich werde natürlich weiterhin eure Kommentare berücksichtigen, wenn alles ist möglich. Wir können immer noch alles ändern in der Story, aber so würde ich es jetzt erstmal laufen lassen. Okay, wir machen jetzt weiter. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir doch leid. Ich verquatsch mich dann halt aber auch immer so. Manchmal vergesse ich, dass wir nicht live auf Twitch sind, dass wir in einem Video sind und nicht in einem Stream. Wisst ihr, was ich meine? Weil in einem Stream schweife ich auch immer so ab. Ja, ich schweife immer ab. Aber im Video abzuschweifen ist halt kritisch, weil wir haben ja nur eine gewisse Zeit. Ja, gut. Aber jetzt kennt ihr ja meine Gedanken. An einem Trainingsgerät möchtest du trainieren. Was ist denn hier los? Ey, oh, wow. Wird hier gestritten? Ich mische mich nicht ein. Wir mischen uns nicht ein, gell, Maisie? Nein, nein. Sie ist jetzt beschämt, weil sie Pickel bekommt. Das macht nichts. Gut, kenne ich mich in meinem eigenen Dings hier vielleicht aus. Hier unten ist das Fitnessstudio. Dann geh doch mal trainieren, bitte. Sie hat zwar auch Hunger und die morgendliche Freizeit endet gleich, aber am Trainingsgerät trainieren soll sie abschließen. Kommst du jetzt? Maisie, wie weit sind denn die Wege? Ich habe die Schule zu groß gebaut. Gut, haben wir das auch geklärt. Wir kriegen 172 Simoleons und 174 Simoleons, Tantiem. Girl, das machst du richtig gut. Und sie ist jetzt Expert-Model. Sie wurde befördert. Das habe ich nämlich nicht gesehen gehabt beim letzten Mal, glaube ich. Ja, sie hat halt auch Hunger, aber sie muss an der Prüfung teilnehmen. Ich habe die Schule zu groß gebaut. Geh doch jetzt! Maisie? Sie kommt zu spät zur Prüfung. Einfach abgehoben. Denkt die, sie schafft's auch so? So, schreib jetzt deine Prüfung bitte. So, Mace steht jetzt hier am Spind, isst einen Apfel, weil sie hat schon ein bisschen Hunger. Und dann, ja, warte, ich lasse sie erst den Apfel essen und dann soll sie bitte lernen. Performance wieder on point in der Highschool? Oh, ich hab das immer, ey, dass es dann so ruckelig ist. Entschuldigung, Leute, ist ein bisschen ruckelig gerade. Hi. Hi. Was machst du hier drin? Lernst du jetzt oder was? Ja, ich habe heute eine Prüfung, natürlich lerne ich. Oder wie sehe ich aus? Wir müssen Hallo sagen, leider. Was machst du denn hier? Lernst du nicht oder was? Für die Prüfung lernen ist wichtig. Wenn du einen vernünftigen Abschluss haben möchtest, dann solltest du vielleicht auch lernen. Naja, du wirst es wissen. Okay, er musste leider los. Lernen, 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 Maisie, lernen, lernen, lernen. Bewundernde Ikone. Oh, da haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Freundschaft mit 10 Sims im Teenageralter schließen. Übertreib doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, ist das anstrengend. Hilfe. Sozialhase posten. Öffne mal Sozialhase. Du kleiner Sozialhase. Über Abschlussprüfung posten. Eine glückliche Story. Kein Problem. Easy Street und so werde ich easy machen. Ne? Die macht das schon gut. Freundlich sein zu einem Mitschüler. Boah, diese Performance. Hilfe. Aber ich will jetzt das Spiel nicht neu starten. Ach nee, das ist kein Schüler, das ist ein Lehrer. Ja, dann sagen wir ihm halt mal Hallo. Ich meine, er ist immerhin im Football-Team. So.
Haben wir das auch erledigt? So, so, so. Ja, Mittagessen endet leider gleich, deswegen brauchst du dich jetzt nicht bemühen. Aber vielleicht können wir noch irgendwas Schultechnisches machen? Die Teepose? Nee? Okay, gut. Okay, sie geht schon wieder zum nächsten Unterricht. Nächste Prüfung. Ganz schön stressig heute, ey. Ich hoffe, sie schneidet gut ab bei der Prüfung. Der Abschlussball steht bald vor der Tür. Prüfungsbericht. Die Prüfungen sind endlich vorbei. Der Tag war anstrengend und die Fragen waren richtig schwer. Aber es ist vollbracht. Dank der schnellen Arbeit des Scannotron MK7 wurden alle Prüfungsergebnisse ausgewertet und die Ergebnisse sind da. Mace hat einen harten Prüfungstag. Sie sollte vielleicht mehr lernen. Sie hatte einen harten Prüfungstag und sollte mehr lernen. Wow, danke für nix, ne? Okay, der Abschlussball steht bevor und sie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Und dann muss sie, wie gesagt, eh zur Arbeit. So, Macy, du gehst jetzt gleich zur Arbeit. Du musst in 30 Minuten los. Huch, wo ist Myron? Wie war es denn bei deinem... Oh, wow. Gut, Myron. Mace macht eine Phase durch und ist fies zu anderen Sim. No way. Oh mein Gott, Macy, du bist wie deine Mama. Ich liebe dich sehr. Entschuldigung, Leute, aber ich freue mich doch immer sehr über die Mace, ne? So, Hazel... Okay, das ist nicht lustig, dass sich Hazel eingepullert hat. Es ist nicht lustig. Wir lachen da nicht drüber. Das ist schlimm. Hey, Hazel, du, es tut mir leid, dass ich letztens keine Zeit für dich hatte. Das war so viel los und ich war nicht in der Stadt und hast du Lust, dich zu treffen? Du kannst mir erzählen, was los war und ich bin doch für dich da, Hazel. Jetzt erzähl. Luis, ich habe keine Zeit. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Sie hat sich gerade eingepullert und fühlt sich total unangenehm. Also das geht natürlich jetzt nicht, dass sie sich dann da mit ihm trifft. Während sie sich so fühlt. Sie wischt das jetzt schnell weg, damit es niemand sieht. Sehr unangenehm ist ihr das natürlich. Und dann geht sie jetzt ganz schnell. Ach komm, geh doch nach oben in deine Badewanne, Maus. Du brauchst es jetzt mal. Entschuldigung, wer bist denn du schon wieder? Warum ist Sho nicht da? Nein. Die macht doch einfach nicht so einen guten Job, Leute. Das wissen wir doch. Na gut. Ich guck mal ganz kurz gefälschte Trennungsbriefe schicken. Sicher, du könntest den Feiertag romantisch feiern, aber wäre es nicht viel lustiger, einen Trennungsbrief zu verschicken und jemand anderen die romantische Stimmung zu verderben? Ja, das macht die Hazel jetzt, weil die Hazel ist stinksauer und sie sucht jetzt einen random Sim aus, Naoki. Mit dem hatte sie mal was und seine Frau ist total nervig gewesen. Das macht sie jetzt, weil sie richtig sauer ist. So ist sie. Leute, das ist Hazel. Sie ist sauer, sie ist beschämt und sie will irgendjemanden jetzt das Fest vermiesen. So ganz kann sie sich halt nicht ändern, ne? Okay, dann holen wir die Post rein. Oh mein Gott, wir haben so viele Sirups-Trinksachen. Was wollte ich denn jetzt am... Achso, ich wollte die Highschool-Leute checken, ne? Highschool-Klassenkameraden wählen. Und ich glaube, es wird empfohlen, jemanden auszuwählen, der bereits im Team ist oder ihn nach der Zuweisung zu treffen, zum Beispiel auf einem Grundstück zu besuchen. Ansonsten tauchen die Sim erst am zweiten Tag nach der Zuweisung als Rollensim auf. Und was ist das hier? Da steht nichts dabei. Ja, ich mach das jetzt einfach wieder. Okay, Daisy ist im Schachclub. Ja, Kimberly ist im Cheerleading einfach. E-Sport ist vielleicht... Caleb sieht... Wieso geht man eigentlich immer nach dem Optischen? Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie ein Footballer. Warum? Aylan ist das da. Und Highschool Fiesling ist Alice. Okay, ja, von mir aus. Geht es nicht? Okay. So, und dann werde ich die alle einladen. Wir machen heute, wenn sie von der Schule kommt, so eine kleine Hausparty. Und dann lade ich diese Schüler einfach mal ein und dann... Na, wobei, das ist eigentlich egal. Nee, wir laden sie da mal ein und lernen sie alle kennen. Hey, so, du sollst in die Wanne gehen. Ich habe dir das gerade gesagt, wie das geht. Komm, Schaumbad nehmen. Du sollst dich entspannen. Es ist ein Gewürzfest. Ja, da gehen wir natürlich nicht hin. Oh, wieso liegt denn hier Müll? Das kann ich jetzt nicht ertragen. Weg mit dem Müll. Myron ist zu Hause. Hi, boy. Was möchtest du denn? Tomax, sein Vater fragt... Nee, machen wir einfach nicht. Und schwimmen gehen möchtest du? Dann geh doch mal schwimmen. So, ich gehe jetzt mal auf Hazel und auf diese Mod mit dem... Weil sie hat ja... Gewahrsam, entscheiden Sie sich für das Sorgerecht. Hier, das ist doch neu, oder? Ex anrufen, um Kind zu Besuch zu schicken. Und dann könnten wir Tomax anrufen, dass er, ja, Myron nimmt. Das ist doch krass, oder? Das wusste ich nicht. Ich habe extra eine Mod dafür installiert. Gut, okay, dann haben wir das aber eigentlich auch geklärt. Ich gucke nochmal, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir uns anschauen wollen. Ich glaube, dass sie sich dann auch dazu entscheidet, keine Kinder mehr zu bekommen. Ja, könnte mir vorstellen, dass sie sich dann wirklich sterilisieren. Nennt man das bei Frauen auch sterilisieren? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber dass sie das auf jeden Fall machen lässt. Nicht in die Hundekacke treten? Gut gemacht. Ja, dann geh mal ein bisschen schwimmen. Das sieht gut aus. Dann geht auch deine Fitnessfähigkeit ein bisschen hoch, denke ich. Level 2 der Fitnessfähigkeit soll er erreichen. Und Football. Mit dem Football üben. Hm. Wird Asuka dir helfen? Wer ist Asuka? Ist das unsere... Ah ja. Nee, komm, Myron. Hast du gar keine Freunde? Hendrik kennt er. Mein Gott, sonst kennt er niemanden?
Das ist schon ein bisschen sad. Ich lade ihn mal ein. Okay, Henrik wird gleich da sein. Hast du gehört? Ich habe Henrik eingeladen. Myron, der kommt jetzt. Ja, dann könnt ihr zusammen spielen. Oh Mann, ist irgendwie traurig, ne? So, wo bleibt er? Oh, da ist er. Cool, wir haben Freunde. Eins. So, zur Runde hinzufügen, dann geht mal zusammen hier hin. Und dann könnt ihr zusammen Football spielen. Vielleicht hat er da ja auch Bock drauf. Hey, Henrik, cool, dass du gekommen bist. Ja, was sollen wir machen? Wollen wir was lesen? Nee, Football. Ich muss besser werden. Ich bin doch im Football-Team. Ach so. Ach, das ist gar nicht so meins. Ach, komm schon. Hallo, Schatz. Hi, Mom. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich gehe jetzt nach oben und, naja, ich werde irgendwas tun. Oder geht Hazel ein bisschen shoppen? Wir gehen Frust shoppen. Schatz, ich gehe nochmal weg, ja? Mama geht nochmal vor die Tür. Okay, Mom. Sie steht halt kurz vor der Entbindung. Sie fühlt sich einfach super unwohl und hat gar keinen Bock auf das alles. Aber was soll man machen, ne? Das ist halt jetzt ihr los. So, ab in den Bubble-Tea-Shop. Und wir gehen mit Olivia. Die braucht bestimmt auch noch was für ihre Schwangerschaft. Oh mein Gott, wie cool siehst du denn aus? Oh, guck mal, das ist ein Auto, das Hazel gemacht hat. Da bin ich mir sicher. Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Ich glaube, das ist wirklich ein Outfit, das Hazel gemacht hat. Oh, wow, richtig cool. Oh mein Gott. Okay, wir machen direkt ein paar neue Outfits. Fashion Looks kreieren. Komm, Hazel. Sie hat natürlich Olivia Hallo gesagt und ist dann direkt rein. Okay, wir machen das wie immer, wenn wir mal im Fashion Look kreieren sind. Ich erstelle ein paar Outfits und dann sehen wir uns gleich wieder. Also es kann sein, dass ich mal wieder ein bisschen pastellig und rosa bin, unterwegs bin. Aber naja, also das ist ein schönes. Das ist auch ein schönes. Das ist auch ein schönes. Das natürlich auch. Und das auch ein schönes Outfit. Ja, ich bin mal wieder sehr viel rosa gewesen. Aber das macht überhaupt nichts, weil rosa ist einfach schön und rosa mag ich. Und Hazel natürlich auch. So, dann lege ich die Looks mal an. Das war wirklich cool, mal wieder shoppen zu gehen. Wir werden die natürlich für 20.000 verkaufen, weil Hazel hat ja mittlerweile... Wir machen 30.000, Leute. Was soll denn der Geiz? Ich meine, mittlerweile sind wir ja auch rich, was das angeht. Das können wir auch einfach versuchen. Ich meine, why not? Werden wir sehen, ob es klappt. 30. Und einmal sind wir richtig verrückt und machen 60.000, okay? Das wäre schon krass, oder? Wir sind krass. Also ist halt auch so. Wir sind ja auch krass. Na gut. Ich würde sagen, sie macht das jetzt noch schnell und dann gehen wir nochmal nach Hause. Irgendwann muss jetzt auch das Baby kommen, gell? Oh mein Gott, es will einfach direkt jemand das Ding für 30.000. Oh, Girl. Wie schön siehst du aus. Oh, Hazel, Mensch. Du siehst ja bezaubernd aus. Oh, Mann, Olivia, ich will das wirklich nicht hören. Es tut mir leid, Hazel. Ich weiß, du hast mir geschrieben, beziehungsweise uns geschrieben. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Ich auch nicht, Olivia, ich auch nicht. Ich dachte wirklich, er liebt mich und dann tut er sowas. Das macht doch keiner, der einen liebt, oder? Nein, es tut mir so, so leid, Hazel. Aber was passiert denn jetzt mit dem Kind? Wie, was passiert mit dem Kind? Es wird bei Edgard leben, natürlich. Ich kann mich darum nicht kümmern. Ich bin schon für Mace und Myron keine gute Mom. Das stimmt doch gar nicht, Hazel. Doch, das stimmt. Du brauchst es nicht schönreden. Ich weiß es doch. Aber für dieses Kind möchte ich nicht zuständig sein, weißt du? Ich versuche lieber, den Kontakt zu Myron und Mace zu verbessern. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist, aber ich versuche einfach, eine bessere Mom zu werden, weißt du? Hazel, das hört sich fantastisch an. Ich bin mir sicher, dass es nicht zu spät ist für Liebe und Hingabe und es ist nie zu spät, verstehst du? Ja, ich würde mir viel eher wünschen, naja, dass das Kind zum Beispiel bei dir aufwächst. Ach, Hazel, du willst doch eh ein Kind adoptieren. Na schon, aber wir haben uns doch schon entschieden für ein Kind. Und außerdem ist es, glaube ich, auch nicht richtig, dass du... Naja, das Kind sollte doch entweder bei Mom oder Dad aufwachsen, wenn es euch beide denn gibt. Und euch gibt es doch. Und ich glaube schon, dass Edgard ein guter Vater sein wird. Meinst du wirklich? Ich glaube... Ja, ich glaube auch, aber... Ich will ihm diese Genugtuung eigentlich nicht geben. Aber in dem Fall geht es nicht um Genugtuung. Es geht darum, dass das Kind, naja, ein liebevolles Umfeld hat, aufzuwachsen. Und Hazel, du kannst trotzdem ein Teil des Kindes sein, ohne dass du es bei dir aufwachsen lässt. Was meinst du? Naja, du kannst dich doch trotzdem kümmern. Du kannst Besuchsrecht einklagen und du kannst doch trotzdem irgendwie eine Mom dafür sein. Du kannst gucken, dass es ab und zu bei dir wohnt oder halt wenigstens übers Wochenende oder so. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Doch, Hazel, ich bin mir sicher, dass du das kannst. Du musst nur daran glauben und sieh dich an. Du bist zu so einer wundervollen, erwachsenen Frau geworden, Hazel. Wenn es einer schaffen kann, dann doch du. Und sicher ist es für Myron und Macy auch schön, noch ein Geschwisterchen zu haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wollen nicht noch ein Geschwisterchen. Hast du sie denn gefragt? Ja, und sie waren beide sehr sicher, dass sie das eigentlich nicht wollen. Okay, aber naja, gib dem Ganzen eine Chance. Bring das Kind gut zur Welt und dann gibst du es an Edgard weiter. Edgard wird sicherlich ein sehr, sehr guter Vater sein.
und klär mit ihm, dass du Sorgerecht bekommst, dass du es auch ab und zu, dass du das Kind zu dir holen kannst. Was wird es denn? Naja, es wird ein kleiner Junge. Okay, guck, wie schön eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ich weiß doch auch nicht. Es ist alles irgendwie so, es ist so viel, verstehst du? Wieso hat sie eigentlich kein Ultraschallbild? Es wird doch ein Junge, oder? Oder verwechsel ich das gerade mit dem anderen Let's Play? Ich glaube, es war ein Junge, ne? Wir waren doch beim Ultraschall, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ey, nicht, dass ich das jetzt mit dem anderen Let's Play verwechsel. Okay, wir kriegen einen Jungen. Ja, das haben wir, aber wieso haben wir denn kein Ultraschall im Inventar? Hat das Edgar direkt an sich gekrallt, die Sau? Bestimmt, ey. Bestimmt hat er sich das direkt gekrallt. Naja, okay, meine Lieben, wir gehen jetzt erstmal nochmal nach Hause, abwarten, was geschieht. Ja, aber wahrscheinlich, weil dann irgendjemand hier wieder Ärger macht. Wir verstehen das. Olivia, danke für deinen Rat. Und du siehst ganz bezaubernd aus mit deinem Schwangerschaftsbauch. Olivia, nein, wir werden kein Schwangerschaftsshooting machen, weil ich das Baby eigentlich gar nicht will. Und wir gehen wieder nach Hause. Komm, Hazel, let's go. So, dann verkaufen wir unser Teil für einfach krasse 30.000 Simoleons. Easy Street. Mal eben. Kein Problem für uns. Bam. Krass. Okay, meine Lieben, aber wir haben jetzt einen Plan. Wir beenden den Part an der Stelle und es ist so, dass Hazel sich jetzt dazu entschieden hat, dass sie keine schlechte Mom mehr sein möchte, weil sie ist wirklich keine gute Mom gewesen bis hierhin. Sie möchte sich für Myron und Mace mehr Zeit nehmen, sie möchte sich intensiver um ihre Kinder kümmern und sie wird sich dazu entscheiden, dass sie das Baby auch mit großziehen wird. Sie wird sich bemühen, das Sorgerecht zumindest zum Teil zu bekommen, dass das Kind ab und an mal bei uns ist und wir werden also das Kind schon mit aufwachsen sehen. Es hat sich jetzt im Laufe des Parts für mich so entwickelt. Ich hoffe, das passt für euch. Schreibt mir gerne wie immer eure Ideen und Meinungen in die Kommentare. Es ist alles möglich, ich kann alles noch anpassen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, dass der Kleine dann bei Edgard aufwachsen wird. Schade, dass es diesen Part kein Baby gibt, vielleicht im nächsten. Ja, sehr sicher im nächsten. Und dass ich will immer Myron sagen, aber es ist ja gar nicht das Kind. Dass dieses Baby dann eben bei Edgard aufwachsen wird. Es wird dort gut aufwachsen, es wird alles bekommen, was es braucht. Edgard wird ihm viel Liebe schenken, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird wahrscheinlich ein kleiner Prinz werden und vielleicht auch schon ein kleiner Hink zum Namen des Babys. Ach, und Hazel wird ab und zu das Kind zu sich holen und sich auch gut drum kümmern. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin jetzt mal auf eure Kommentare gespannt. Ich werde jetzt direkt den Part in Folge aufnehmen, also den nächsten Part. Werde aber dann von beiden Parts wieder die Kommentare lesen, so wie ich es immer mache. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli!